Dank dieser intelligenten Taktik und ihrer Kooperation kommen die Wale einfach an ihre Beute. Natürlich kommen auch Vögel zu diesem Fest hinzu. Es gibt nur eine Erklärung für dieses intelligente Verhalten der Wale. Gott, unser Schöpfer, hat das diese Lebewesen inspiriert. Kein Lebewesen gibt es auf Erden, das er nicht am Schopf erfasst. Siehe, meines Herrn Weg ist gerade. Am Nordpol leben sogar Menschen, Eskimos, in ihrer eigenen Sprache Inuit genannt. Sie können hier alles finden, was sie brauchen. Die Pelze der Tiere, die sie jagen, werden zur warmen Kleidung. Seehunde, Polarbären oder Rentiere. Deren Felle sind ideal, um die Menschen vor der Kälte zu schützen. Wale haben einen speziellen Platz im Leben der Inuit, da sich eine große Menge an Vitamin C in der Haut der Wale befindet. Wir stillen unseren Bedarf an Vitamin C durch Früchte und Obst, die Inuit durch die Wale, die sie jagen. Die Einnahme von Vitamin C ist lebenswichtig für den Menschen. Wenn den Menschen kein Vitamin C zugeführt wird, ist das unumgängliche Ergebnis der Tod durch Mangelerscheinungen. Doch sogar hier, unter diesen eisigen Bedingungen, wo keine Früchte oder Obst wachsen, ist es möglich, die Bedürfnisse der Menschen zu stillen. In dieser eisverkrusteten Welt wird der Mensch mit allem, was er braucht, versorgt. Der allmächtige Gott bietet dem Menschen die Lebewesen im Meer und an Land. Zu seinen Zeichen gehört auch die Schöpfung der Himmel und der Erde und aller Lebewesen, die er in beiden verteilt hat. Er ist auch imstande, sie zu versammeln, wann immer er will. Ein anderes Tier, das sein Leben im Eis verbringt, ist der Seehund. Dieser Seehundjunge ist vor einer Woche geboren worden. Er muss auf den Trockenen bleiben, bis es schwimmen gelernt hat. Noch ist sein Fell weiß, wodurch es auf dem Eis getarnt ist. Während des Wachstums wird sein Fell dunkler. Eine 10 cm dicke Fettschicht direkt unterhalb des Fells schützt es vor der Kälte. Dieses wehrlos scheinende Junge
wird von seinen Feinden durch die Farbe seines Fells geschützt und vor der Kälte durch seine Fettschicht. Wie alle Lebewesen muss der Seehund atmen. Dennoch ist er Experte im Tiefseetauchen. Er verdankt diese Eigenschaften der biochemischen Struktur seines Blutes. Die roten Blutkörperchen des Seehundes besitzen eine biochemische Struktur, die eine extrem große Menge Sauerstoff binden kann. Daher taucht der Seehund nicht mit luftgefüllten Lungen, was einen Auftrieb erzeugen würde, der das Tieftauchen unmöglich machen würde, sondern er hält den Sauerstoff, den er zum Tauchen braucht, aufgelöst im Blut vor. Da er keine Luft in den Lungen behält, kann er leicht große Tiefen erreichen. So können Seehunde bei einem Tauchgang stundenlang unter Wasser bleiben. Doch selbst trainierte menschliche Taucher können ohne Atemgerät nicht länger als 4 Minuten unter Wasser bleiben. All diese Informationen verdeutlichen eine klare Tatsache. Die Seehunde können diese Eigenschaft ihres Blutes nicht von selbst entwickelt haben, wie uns die Evolutionstheorie glauben lassen will. Es gibt keinen Zweifel, dass diese unvergleichbare Eigenschaft der Seehunde das Werk eines allwissenden Schöpfers ist. Der allmächtige Gott hat die Seehunde mit allen ihren physikalischen Voraussetzungen für das Leben im Eis erschaffen. Seehunde ernähren sich von Fisch, Tintenfisch und vor allem von kleinen Krustentieren, dem Krill. Algen sind die niedrigste Form von Nahrung im Meer. Sie speichern Sonnenenergie durch Photosynthese. Algen dienen dem Krill als Nahrung. Seehunde, Wale und andere Fische ernähren sich wiederum vom Krill. Und dadurch nehmen sie die Sonnenenergie auf, die ursprünglich von den Algen gespeichert wurde. Wie sind Seehunde in der Lage, in der Dunkelheit zu jagen? Im tiefen Wasser. Seehunde finden ihre Beute nicht mit den Augen, sondern sie folgen deren Spuren im Wasser. Diese Spuren sind für das Auge unsichtbar, denn sie werden durch hydrodynamische Wellen verursacht, die die Beute durch ihre Bewegung im Wasser erzeugt. Seehunde fangen ihre Beute allein durch Verfolgen des Ursprungs dieser Wellen. Dank dieser Fähigkeit haben Seehunde keine Schwierigkeit, ihre Beute auch im dunkelsten Wasser zu finden. Jede Eigenschaft der Seehunde ist das Ergebnis eines hervorragenden Designs. Der allmächtige Gott hat die Seehunde so erschaffen, dass sie ihrer Umwelt am besten angepasst sind. Und wie viele Tiere gibt es, die nichts zu ihrer Versorgung beitragen? Gott versorgt sie und euch. Und er ist der Hörende, der Wissende. Der Seehund ist ein Säugetier. Er muss atmen. Daher sucht er nach einer Öffnung im Eis. Falls er keine finden kann, macht er sich selbst eine. Dabei kommen seine langen Zähne zum Einsatz. Er bohrt so lange, bis er das Eis durchbricht und an die Oberfläche gelangt, wo er tief durchatmet.